So, hallo da draußen an die digitalen Empfangsgeräte. Hier ist der Tommy. Ich habe mich schon Ewigkeiten ja nicht mehr gemeldet. Ist schon mittlerweile ein paar Jährchen her, dass ich das letzte Mal hier was hochgeladen habe. Und ich habe mir gedacht, ich bin sowieso in letzter Zeit relativ viel mit dem Fahrrad unterwegs. Bin zwar nicht wirklich fit, aber ich fahre halt gerne. So ein bisschen Mountainbike. Sagen wir mal, da unten liegt es auf dem Boden. Können wir dann später mal noch eine Nahaufnahme machen. Ja, und heute ist relativ schönes Wetter. Es ist zwar ziemlich im Moment, also ziemlich warm, also 28 Grad haben wir aktuell. Und Gewittersaison absolut. Also gerade jetzt erst am Wochenende ist Rock am Ring oder Rock im Park. Keine Ahnung. Irgendwas von den beiden abgesagt worden, kurzfristig. Weil ein ziemlich heftiges Gewitter drüber gezogen ist. Von daher schauen wir mal, wie es bei mir jetzt in der kleinen Tour ist. Zwischendrin wollte ich noch eine kleine Pause einlegen. Mir noch eine Kleinigkeit kochen. Ich habe heute Abend noch nicht so arg viel gegessen. Ja, von daher schauen wir mal, wie es wird. Zwischendrin schalte ich dann immer auf die GoPro und versuche mal so ein, zwei Aufnahmen dann mit der Kamera hier beim Fahren zu machen. Ja, und ich hoffe, dass euch das Ganze einigermaßen gefällt. Und wenn es gefällt, dann wie immer einen Daumen hoch und dann gibt es dann eventuell auch mehr davon. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, los geht's. Also falls ihr zwischenzeitlich irgendwas laut schnaufen hört, das bin ich. Also die Felder sind auch jetzt gerade schon fast in voller Blüte hier. Das sieht schon stark aus, gerade mit der untergehenden Sonne jetzt sehr cool. Der nächste. Oh. Mal wieder auf den Weg kommen.
Ja. Das war eigentlich der Weg, wo ich rauskommen wollte. Dass ich Rotposten natürlich jetzt komplett durch den Wald gefahren bin, war nicht gut. Ja. Egal. Wie viel Fußball das auch dabei sein. Und dann wird es. Ab geht's für die A67. Pause. Jetzt bin ich an meinem Pauseplatz angekommen. Ich wollte eigentlich woanders halten, aber der war leider besetzt gewesen. Da war auch jemand mit seinem Fahrrad unterwegs und scheint dort die Nacht zu verbringen in der Schutzhütte. Aber ist nicht schlimm. Gibt ja genügend andere Plätze, wo man halten kann. Deswegen habe ich mir jetzt hier eine kleine, zwar etwas verwitterte Bank ausgesucht, aber für ein bisschen was warm zu machen und eine kleine Pause. Soll es reichen. So, jetzt bauen wir erstmal die Pushbox aus, holen den Trangia raus, ja, und machen erstmal ein bisschen Wasser warm. Ah, Grillplatte brauchen wir, glaube ich, heute nicht. So. So, den Feuerstahl können wir schon mal wieder wegpacken. Den brauchen wir nicht mehr. So damit. So. Ja, also bis jetzt muss ich wirklich sagen, war eine ganz gute Tour. Ist eigentlich so immer so meine Abendrunde, die ich normalerweise fahre. Sind insgesamt 12 Kilometer. Ja, 12,5 sind es insgesamt. Und ja, heute halt mal eine etwas. Also heute dauert die Tour ein kleines bisschen länger, durch die Tatsache bedingt, dass ich filme. Ja, und deswegen muss ich mich jetzt auch so ein ganz kleines bisschen beeilen mit dem Wasser kochen und noch so mit dem Rest Abendessen machen, weil um 10 wird es ungefähr dunkel und wir müssten jetzt so knapp, ich denke mal 9 Uhr haben.
Und ich brauche noch ein paar Minuten nach Hause. Ich will ja auch noch ein, zwei Einstellungen drehen. Ja, von daher muss ich mich ein kleines bisschen beeilen. Aber ich denke mal, der Trangia sollte das jetzt relativ schnell schaffen. Dann gibt es eine Kleinigkeit zu essen. Und dann geht's weiter. Gleich fertig. Mmh, lecker, lecker. So, Essen ist fertig. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen was. Direkt hier nebendran ist ein kleiner Baumstumpf. War jetzt eben gerade vor 2 Minuten ein Specht da gewesen. Wirklich schönes Tier. Und gerade eben, so lang wie er mich, bis er mich bemerkt hatte, direkt danach ein Eichelhäher. Auch ein sehr schöner Kerl. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn noch drauf. Jetzt wird zusammengepackt. Und dann geht's heim. So, Becher ist zwar nicht sauber, nur das können wir zu Hause machen. So. Helm auf. Weiter geht's. Vor diesem wunderschönen Sonnenuntergang, den man hier vielleicht so ein kleines bisschen sehen kann, ich versuche es mal so einigermaßen einzufangen, will ich mich jetzt verabschieden von meiner ersten Tour. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann tut es damit bestätigen. Also so einen ganz kleinen Daumen hoch, könnt auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich bin hier in der Nähe von Fernheim-Lambertheim. Falls ihr hier ein paar schöne Strecken kennt, packt es in die Kommentare. Ja, eventuell könnte man sie abfahren. Ab und zu wird es dann auch in Zukunft ein paar Touren im Odenwald geben, wenn dann meine Kondition mal ein kleines bisschen besser ist, damit ich nicht gleich am ersten Berg total platt bin. Ja, von daher sage ich erstmal tschüss. Schönen Abend noch. Also zumindest von mir aus. Und see you soon.